Wir haben eine neue Miss Homophobia 2016. Und zwar Hedwig von Beverförde, die Organisatorin der Demos für alle. Und wie zwei richtig ordentliche Sissies haben wir uns als erstes die Frage gestellt, wie lief die Misswahl ab? Sissy! Unsere Miss Homophobia 2016, Hedwig von Beverförde! Unsere Miss Homophobia 2016, Hedwig von Beverförde! Da organisiert man Tage, Wochen, Monate lang diese verfluchten Demos für alle. Aus meinem Backoffice bewegen sich in irgendwelchen rechten Online-Foren. Was hat man davon? Nicht mal eine Nominierung! Wir konnten ja bereits Erfahrung sammeln mit diesen sogenannten Demos für alle. In Stuttgart, in Wiesbaden, auch in München haben sie es schon versucht, Leute auf die Straße zu bringen. Ja, und was ist eigentlich das Perfide daran? Ja, es wird ja im Endeffekt Ängste geschürt gegen alle Formen des andersartigen Zusammenseins, LGBT natürlich als wichtiges Thema mit dabei. Ganz genau, da wird gekämpft gegen Reformen von Lehrplänen, da geht es um Aufklärung, ja. Da soll jungen Leuten beigebracht werden, dass schwul sein, lesbisch sein und auch transgender zu sein eigentlich was völlig Normales ist, dass wir alle nur Menschen sind, vor denen man keine Angst haben muss. Und was macht diese Demo für alle? Sie trichtert den Leuten ein, das wäre eine Frühsexualisierung der Kinder und führt dazu, dass junge Leute in den Schulen sich eben nicht sicher fühlen können, ja, dass diese Ideologie des Hasses, der Nicht-Akzeptanz weiter verbreitet wird. Ja, und im Endeffekt wollen sie ein Frauen- und Männerbild zurück zur Steinzeit. Einfach, sie sind ja nicht nur gegen Regenbogenfamilien, sondern auch gegen alleinerziehende Mütter und ganz alle genau. Andersartigkeiten. Da wird wirklich alles ausgepackt aus dem ultra-erzkonservativen christlichen Menschenbild, was sich gegen die Vielfalt und gegen moderne Formen des Zusammenlebens richtet. Ja, Hedwig, und deswegen bist du uns so ans Herz gewachsen und erneut Miss Homophobia geworden. Zu Recht! Apropos Gender Gaga, was ist denn eigentlich mit den Männern? Wir sind dafür, dass es auch ein Mr. Homophobia gibt. Beispiele gibt's ja schließlich genug. Zum Beispiel André Poggenburg, der gerade versucht, mit der AfD und seiner Magdeburger Erklärung in Sachsen-Anhalt gegen Frühsexualisierung vorzugehen. Einen großen Meilenstein haben sie ja schon erreicht. Sie haben endlich die Dildos aus den Kitas entfernt. Ich meine, das wurde schon langsam lästig, dass sie da überall rumstehen und die ersten Kinder daran irgendwie am Ersticken waren. Da sieht man mal, wie verquer diese Leute denken. Lächerlich. Aber ich habe auch noch einen tollen Vorschlag. Mirko Welsch, das Gesicht der Homosexuellen in der AfD. Nein, sogar ihr Sprecher. Allein das ist ja schon das beste Beispiel für internalisierte Homophobie. Und zudem hat er gerade noch unsere Hamburger Freundin Olivia Jones... Hat er nicht! Doch, er hat, und zwar hat er sie als zweifelhafte Dreck-Queen beschimpft. Unmöglich. Und dazu noch unterstellt, es würde sich da nicht um einen anständigen Homosexuellen handeln. Ja, was ist denn in seinen Augen ein anständiger Homosexueller? Müssen wir uns das von diesem Piepen erklären lassen? Also, wir sehen, Nominierte gäbe es genug und wir müssen auch sagen, es wäre ganz gut, wenn wir da in Deutschland erstmal vor der eigenen Haustür kehren. Bitte, enough is enough, macht eine Wahl zum Mr. Homophobia 2016. Wer wäre denn euer Mr. Homophobia? Wir sind interessiert. Kommentiert unter diesem Beitrag, wir möchten es wissen. Vielleicht wird dann im nächsten Jahr Enough is Enough diesen dann schon zum Mr. Homophobia aufstellen. Wir sind gespannt. Und wenn ihr nicht homophob seid, sondern etwas Homo-Love aussenden wollt, dann liked unseren Channel auf YouTube und Facebook. Wir würden uns super darüber freuen. Yay!
Tschüssi, bye.